heute mit Karin Frey. Guten Abend, freut mich, sind Sie mit dabei. Nie gehen so viele Beziehungen auseinander wie in der Ferienzeit. Das, was zurückbleibt, ist nicht selten der Liebeskummer. Ein Phänomen, das sich aktuell auch die Forschung damit befasst. Ein Phänomen, das häufig unterschätzt wird und tabuisiert. Meine Gäste heute Abend hier in diesem Club sind nicht nur betroffen, und Experten, auch die Experten, reden und erzählen von ihrem Liebeskummer. Freut mich ist mit dabei Sandra Koch. Sie ist kaufmännische Angestellte, 20 Jahre lang in einer sehr harmonischen Beziehung gewesen. Ihren Freund hat sie für eine jüngere Frau verloren. Dabei ist Franci Schneider, IT-Fachmann, hat in seinem Leben immer wieder grossen Liebeskummer gehabt und hat selber Überlebensstrategien entwickelt. Dann ist Marco Caimi bei uns, Arzt mit einer Praxis speziell für Männer. Seine Ehe ist in die Brüche, weil sich die Frau in einen anderen Mann verliebt hat. Wut war seine erste Reaktion. Dann ist Mona Gross-Pfeiffer bei uns, Schmerztherapeutin und Life-Coach oder eben Lebensberaterin. Sie war die Frau des Fußballtrainers Christian Gross und hat schwer gelitten, als diese Beziehung auseinandergegangen ist. Und dann ist mit uns auch der Psychologe und Paartherapeut Henry Gutmann. Auf einer Reise zu Amerika vor vielen Jahren hat er seine Liebe vom Leben kennengelernt. Und die hat ihn aber noch einen besseren getroffen. Ja, begrüßen Sie ganz herzlich. Jeder kennt ihn. Niemand hat ihn gern, den Liebeskummer. Und wenn es dann passiert, die Gefühle, die aufkommen, die sind gewaltig.